Polizei! Dem lang! Was soll der Scheiß? Warum holst du direkt deine Knarre raus, hä? Wie hast du geschlafen? Ich habe geträumt, dass wir auf dem Pausenhof Fußball gespielt haben und ich habe das entscheidende Tor geschossen. Cool. Möchtest du was essen? Ja. Fuck! Sag mal, ist Papa nicht gut drauf? Kann sein. Liegt wahrscheinlich daran, dass er den Kaffee umgestoßen hat. Karim, kannst du mir bitte das Salz mitbringen? Das war ja mal wieder typisch von dir gestern. Verkehr weiterhin eingeschränkt. Gestern Abend kam es zu Ausschreitungen in der Kölner Innenstadt. Circa 20 Menschen wurden festgenommen. Nach Aussagen der Polizei wurden mindestens 6 Beamte verletzt, einer von ihnen schwer. Laut dem Statistischen Bundesamt nimmt die Gewalt gegenüber Einsatzkräften im Vergleich zum Vorjahr zu. Nun die Wettervorhersage. Na dann, tschüss Papa. Ja, viel Spaß. Danke. Aha. Da hat aber jemand wieder eine lange Nacht gehabt, ja? Schön wär's. Ich stand ewig im Stau. War nicht gerade der beste Start in den Tag. Oh, shit. Scheiß drauf. Dann kann es ja nur besser werden. Ja, hast recht. Gab schon schlimmere Morgen, hä? Ja, so wie der Morgen nach der Firmenfeier letztens. Komm, erspar dir das, ja? Sag mal, was ist eigentlich aus der Festnahme von gestern geworden? Der hat einen festen Wohnsitz, deswegen kann der Haftrichter ihn laufen lassen. Was? Der hat doch etliche Vorstrafen. Mittag? Lass uns erstmal nach Lindenthal. Bist du jetzt seit dem Wochenende Bayern-Fan geworden? Hä? Was glaubst du? Wegen der roten Jacke. Ich hab dich noch nie darin gesehen. Idiot. Hä? Was ist denn los mit dir? Arnold 1231. Für Arnold kommen.
gekommen? Fahren Sie mit Berechtigter Weiher. Gesucht wird nach einem Handtaschenraub. Circa 30-jähriger Mann, südländisches Aussehen, 3 Tage Bart und rote Jacke. Möglicherweise bewaffnet. Verstanden. Komm aus Richtung Innenstadt über die Aachener Straße. Und was ist? Er wollte die dann gar nicht mehr haben und ich dachte mir, wo bin ich denn hier gelandet, ey? Das wird doch wohl nicht wahr sein, aber sowas passiert ja andauernd bei uns im Büro. Da ist er. Hey, Polizei! Stehen bleiben! Was ist denn los? Nimm die Hände aus der Tasche. Was wollt ihr von mir? Was denkt ihr, wer ihr seid, hä? Ich hab gesagt, du sollst die scheiß Hände aus der Tasche nehmen, du. Von Arnold eine Durchsage an die eingesetzten Kräfte, Decksteiner Weiher. Der Täter wurde auf der Bührener Straße festgenommen. Christian, fahr runter. Ich hab gerade über Funk gehört, die Kollegen haben den Täter schon. Was soll der Scheiß? Warum holst du direkt deine Knarre raus, hä? Entschuldigen Sie bitte, aber dafür müssen Sie Verständnis haben. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Wir haben einen bewaffneten Straftäter gesucht und die Beschreibung hat einfach genau auf Sie gepasst. Wir haben Mittagspause. Wir wollten hier nur... Das nächste Mal redest du gefälligst vernünftig mit mir. Pass auf, Junge, hau einfach ab. Warum hat der Typ sich so angestellt? Der hätte mal lieber ein bisschen Respekt zeigen sollen. Was war denn das für eine respektlose Aktion? Ja, aber siehst doch auch mal aus seiner Situation. Du hast ja recht. Woher hätte er auch wissen sollen, dass wir nach einem bewaffneten Straftäter suchen? Die machen auch nur ihren Job. Ja, hast recht. Hätte ja sein können, dass ich im nächsten Moment ein Messer ziehe. Na, Sportsfreund. Endlich bist du da. Wo warst du denn so lange? Wenn du wüsstest. Was war's denn da? Ach, das ist eine Hausaufgabe für Kunst. Wir sollen Sachen aufzeichnen, die wir über den Tag so gesehen haben. Hm? Ich bin jetzt aber auch schon fast fertig. Sieht gut aus. Danke. Du kommst gerade recht. Gleich soll eine neue Folge von unserer Serie losgehen. Möchten Sie? Ja, danke. Mmh. Guten Morgen, Papa. Moin, Chan. Hast du gut geschlafen? Ja, gut. Du möchtest bestimmt ein bisschen Ei, oder? Weißt du, was das ist? Papa, natürlich weiß ich, was das ist. Wir fahren hier doch jeden Tag lang. Komm, ich bring dich noch zum Eingang. Okay. Ja? Geht so. Ich habe heute eine total blöde Lehrerin. Die Geschichtslehrerin? Ja, Frau Schnabel. Die ist total streng. Oh. Und welche Fächer hast du heute? Mathe, Geschichte und Deutsch, aber meine letzte Stunde fällt aus. Du kannst mich also ein bisschen früher abholen. Alles klar. Ah, vielleicht sollte ich dich von hier aus alleine in die Schule gehen lassen. Ja, okay. Okay, High Five. Tschüss. Aber ich musste noch was sagen. Hm? Hi, Noah. Hi. Thank you.
Thank you.